herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich einen richtig guten Winkel endlich mal erwischt habe. Ich war das letzte Mal immer so am Kamera hin und her schieben, aber ich glaube, das ist gut. Herzlich willkommen. Ich bin Vanessa, ich bin Kunsttherapeutin und ich teile hier Self-Care-Art für zu Hause und erzähle etwas über Kunsttherapie. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du auf dem Blatt meditieren kannst. Das ist ganz besonders schön für Menschen, denen es schwerfällt zu meditieren, also mit geschlossenen Augen hinsetzen, Hände so oder so oder wie auch immer, und dann in die Meditation zu kommen. Sehr vielen Menschen fällt es leichter, im Tun oder durchs Tun in die Meditation zu kommen. Und einige, die mir zuschauen, geht es sowieso wahrscheinlich so, dass sie viel malen und durch das Malen in einen meditativen Zustand kommen. Das ist mein Ziel und das ist auch das, was ich im Art Soul Club für euch erreichen möchte und das, was es auch eigentlich auslöst bei den TeilnehmerInnen. Man nennt diesen Zustand Flow-Zustand und das ist total schön, weil du voll im Tun aufgehst, aber du kannst in jedem Tun voll aufgehen und in einen Flow kommen. Du könntest zum Beispiel auch Puzzle vom Teppich zupfen oder so oder hier von deiner Jacke oder so. In der Kunst ist es nochmal mehr als einfach nur Flow. Es passiert so etwas, das sich Katharsis nennt, also dass sich die Gefühle auflösen und man so, ja, sich so ganz geklärt fühlt und so voll im Sein ist und im Entstehen lassen ist. Genau, und das ist mein Ziel für den Our Soul Club oder auch für die Einzelsessions oder auch in Bloom. In Bloom, das ist doch ein Nirvana-Song, oder? Aber ich meine Bloom, mein Kunstcoaching, genau. Das ist mein Ziel dafür, dass nämlich die Inspiration, die Intuition in Fluss kommt, man in meditative Zustände kommt und dadurch sich öffnet für das, was durch einen hindurch entstehen möchte. Aber jetzt möchte ich mit dir über Techniken sprechen, die du nutzen kannst, um zur Ruhe zu kommen, um deinen Kopf frei zu kriegen und erstmal nur zu machen, um zu machen. Vielleicht kommt dann auch so ein Zustand, von dem ich gerade gesprochen habe, in dem dann auch Kunst entsteht oder ein Werk entsteht, durch das du etwas über dich erfahren kannst. Aber darum soll es jetzt hier primär nicht gehen bei den Übungen, die ich dir jetzt zeige. Es sind 5 an der Zahl, 5 Übungen. Wir beginnen mit der ersten. Und die erste ist zeichnerisch. Und ich weiß, viele von euch sind immer so ein bisschen abgeschreckt und sagen, ich kann nicht gut zeichnen oder das setzt mich unter Druck, ich bin dann so im Kopf. Aber ich möchte dich jetzt einladen auf etwas, auf eine Zeichenübung, die ich von einer Ergotherapeutin gelernt habe. Total cool finde, um so den Kopf frei zu kriegen. Vor allen Dingen, wenn man auch nicht weiß, was man zeichnen soll. Und das erinnert so ein bisschen an den Block, auf dem man früher gekritzelt hat, wenn man telefoniert hat. Oder was, wie so früher, es gibt ja... Man telefoniert ja heutzutage manchmal immer noch. Genau, ich nehme euch mal kurz mit und zeige euch, was ich meine. Ich glaube, sie hatte gesagt, dass es Fliegen fischen oder Fliegen fangen heißt. Also stell dir vor, es fliegt eine Fliege über das Blatt und du versuchst sie mit deinem Stift einzufangen. Und du versuchst sie jedes Mal zu umkreisen und dann wieder die Bahn der Fliege zu verfolgen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen stressig, aber eigentlich ist es auch total spaßig. Es hilft total, aus dem Kopf rauszukommen und nicht drüber nachzudenken, wie die Linie sein muss, wie du jetzt die Linie zeichnen musst, sondern stell dir einfach vor, es ist eine Fliege, die übers Blatt fliegt. Und der wirklich entspannende, meditative Teil ist dann hinterher, wenn du das Muster, das entstanden ist, beginnst auszumalen. Das ist dann so ein bisschen wie ein Mandala auszumalen, aber nicht so strukturiert. Also es ist freier. Du hast ja auch das, was zum Ausmalen entstanden ist, selber gezeichnet und trotzdem hast du diesen Benefit von innerhalb einer Linie etwas auszumalen, also etwas Umrandetes auszumalen und vielleicht kommst du dann in so einen spielerischen Zustand, dass du dann vielleicht Figuren entdeckst, vielleicht beginnst mit den Farben zu spielen und vielleicht so kleine Farbwelten entstehen lässt oder wie gesagt Muster, Figuren und so weiter. Der zweite Tipp oder die zweite Übung ist eine ganz klassische Malmeditation, wie sie aus der anthroposophischen Kunsttherapie kommt. Und ihr kennt es von mir manchmal, dass ich euch mit auf Malreisen nehme, also dass ich eine Meditation anleite, in der innere Bilder visualisiert werden und ihr dann danach oder währenddessen malt. Das meine ich nicht damit mit Malmeditation, sondern ich meine wirklich, dass ihr eine Farbe oder höchstens 2 Farben meditiert. Also, dass ihr sie langsam auftragt. Ich zeige es hier, es kommt ein Schnitt und dann kannst du es sehen. Dass ihr Farben langsam auftragt und langsam entstehen lässt und langsam immer kräftiger werden lasst. Und so wird innerlich, seelisch diese Farbe in euch auch immer kräftiger wirken. Und das kann man wirklich auch über mehrere Tage machen und über mehrere Tage diese Schichten immer dicker, immer dichter werden lassen, dass irgendwann die Farbe ganz klar und ganz kräftig zu sehen ist. Und das geht am besten mit Pflanzenfarben, mit Aquarellfarben
und aber im Notfall in Anführungsstrichen auch mal mit ganz doll verdünnter Acrylfarbe oder einfach mit Pigmenten, die du mit Wasser verdünnst. Die dritte Übung ist ein klassisches Formenzeichnen, auch aus der anthroposophischen Kunsttherapie. Und da würde ich ganz reduziert arbeiten, ganz einfache Formen nehmen. Und zwar geht es in der anthroposophischen Kunsttherapie beim Formzeichnen darum, dass dein Körper ruhig ist, dass dein Körper still ist, dass deine Hand aber in der Bewegung bleibt. Also der Rest von deinem Körper ist still, deine Hand und dein Arm bewegen sich und du gehst nicht so mit der Form. Das ist ja was anderes, das gibt es auch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Guided Drawing. Genau, und du lässt diese Bewegung, die du machst, innerlich seelisch wirken, ätherisch wirken, sagt man im Anthroposophischen. Das kann wirklich eine ganz einfache Form sein, zum Beispiel ein Kreis, den du mit jeder Runde, die du zeichnest, ausgleichst. Und du kannst da auch mal die Richtung wechseln und einfach wirklich mal eine ganze Zeit lang nur den Kreis machen. Und dann kannst du irgendwann, wenn du soweit bist, mal den Kreis verlassen und anfangen, eine 8 hineinzuzeichnen, auch aus der Bewegung heraus. Und dann kannst du immer einmal das S in der Mitte machen, eine Runde im Kreis machen und dann das andere S, also das gespiegelte S, damit die 8 entsteht und dann wieder in den Kreis und dann mal eine Zeit lang nur in der 8 bleiben und dann wieder in den Kreis und so weiter. Es ist eine wunderschöne Meditation. Mach das gerne ruhig auch mal 10 Minuten am Stück oder eine Viertelstunde und lass dabei alles los. Denk nicht an die Zeit. Man kommt dann leicht in so eine Ungeduld, dass man denkt, wie lange soll ich das denn jetzt noch machen? Aber versuch wirklich, die Bewegung zu spüren, die du machst und versuch es zu genießen. Versuch dem Stift zu lauschen, was für Geräusche er macht. Vielleicht erinnern dich die Geräusche, die der Stift macht, an etwas, an ein Meeresrauschen oder etwas. Und du kannst es wirklich auch am besten nicht mit einem ganz spitzen Bleistift machen, zur Not ja, wenn du keinen anderen hast, aber du kannst am besten eine Kreide durchbrechen, dass du so ein kleines Stück Kreide hast und wirklich auch Fingerkontakt zum Papier hast. Mein vierter Tipp zum Meditieren auf dem Papier ist auch sehr geeignet für Menschen, die es schwer haben, denen es schwer fällt, ins intuitive Malen zu kommen. Und zwar kennt man das vielleicht noch so, manche Kunstlehrer haben das früher mit uns gemacht, also kluge, gute KunstlehrerInnen haben das gemacht. Und zwar einfach eine Geschichte laufen lassen oder wie ich es manchmal mache, inspirierende YouTube-Videos. Also ich meine jetzt nicht meine, aber irgendwas, was nichts mit Kunst zu tun hat. Ich lausche dann einfach oder auch einen Podcast, den ich sehr inspirierend finde. Da gibt es ja ganz viele. Und dann höre ich einfach zu. Also etwas, was mich vielleicht auch seelisch berührt, aber nicht betrifft. Also dass ich nicht anfangen muss zu weinen oder so, sondern das ist, was mich berührt. Was ich vielleicht schön, inspirierend und so weiter finde oder auch anrührend. Und dann höre ich zu, begib mich da rein, gehe ganz ins Lauschen und versuche mich darin ganz hinzugeben. Habe meine Farben vor mir stehen, habe das Blatt vor mir liegen und mache mich dann ganz leer. Also ich bin nur am Zuhören und mich inspirieren lassen und beginne dann einfach mal zu malen, das, was meine Hand so macht, während ich zuhöre. Also ähnlich auch wie das mit dem beim Telefonieren kritzeln, aber wirklich dann auch, dass ich die Farben mir anschaue. Welche Farbe möchte ich jetzt malen? Was entsteht, während ich zuhöre und nicht mich aufs Blatt fokussiere? Ich möchte euch mal ein Bild zeigen, was genau auf so eine Art und Weise entstanden ist. Ich glaube, ich habe da irgendwie irgendeine esoterische YouTuberin mir angeguckt, die über Spirit Guides gesprochen hat. Und damals war ich schwanger, aber noch nicht so schwanger. Genau, also man hat noch nichts gesehen. Das war, glaube ich, das war ein Creative Morning Coffee, den ich abbrechen musste. Und dann habe ich, glaube ich, sogar einen Krankenwagen rufen müssen, weil es mir so schlecht ging, kreislaufmäßig. Und danach habe ich dann gesagt, okay, dann male ich jetzt aber trotzdem einfach für mich. Und dabei ist dann dieses Bild entstanden, während ich zugehört habe. Ich kann mich bis heute daran erinnern, weil das so ein verbundener, total schöner Moment war. Genau. Deswegen möchte ich das gerne weitergeben. Ich liebe das und ich mache das auch viel zu selten. Und mein nächster Tipp, der letzte, ist vor allen Dingen geeignet für Menschen, die sich in sich selber sicher fühlen, die sich in sich selber recht stabil fühlen. Du kannst mal ausprobieren für dich, wie es dir damit geht. Aber wenn du weißt zum Beispiel, dass du nicht gut die Augen zu haben kannst, du hast momentan vielleicht Schlafstörungen und hast ganz viele Albträume und ja, das alles meine ich. Genau. Aber wenn du weißt, du kannst die Augen gut zuhalten und du kannst auch eigentlich recht gut meditieren, dir fällt es nur gerade schwer, die Gedanken abzustellen, weil du irgendwie so viel zu tun hast. Genau. Für diese Menschen ist dieser letzte Tipp. Und zwar ist es mit geschlossenen Augen malen, also dass du die Augen schließt
und dir einfach eine Landschaft vorstellst. So ähnlich wie das, was ich hier auch mache oder am Creative Morning Coffee früher gemacht habe oder in den Malreisen mache oder im Art Soul Club auch mit euch mache. So ähnlich, aber nicht erst die Meditation oder die Visualisierung und dann malen, sondern dass du wirklich die Augen zumachst, dir eine Landschaft vorstellst. Es kann auch eine bunte Fantasielandschaft sein mit rosa Elefanten. Und dass du dann beginnst zu malen, also dass du dir deine Farben zurechtlegst, dass du genau weißt, wo sind die Farben, oder dass du auch nur mit einer oder zwei Farben malst. Kreiden eignen sich total gut dafür, so Jackson-Kreiden zum Beispiel. Und dass du dann auf dem Blatt beginnst zu malen, was du im Inneren siehst, ohne dass du auf das Blatt schaust. Das ist total spannend. Das ist total berührend, vor allem wenn du dann die Augen aufmachst und siehst dann, da ist sogar was entstanden. Und manchmal hat das sogar, wenn du das dann versuchst nochmal bewusst mit offenen Augen zu malen, merkst du manchmal sogar, dass das Bild mit geschlossenen Augen irgendwie sogar einen größeren künstlerischen Wert hat vom Gefühl her. Also dass du es lieber anschaust und dass es irgendwie was ganz Besonderes hat. Und das bringt dich auch in so einen meditativen Zustand, während du das machst, weil du dir wirklich innerlich diese Landschaft, die du siehst, verstärkst, und diese Visualisierung verstärkt sich dadurch und du kommst dann tiefer da rein, und ja, es ist einfach, also es fühlt sich dann sehr meditativ an. Das sind meine 5 Lieblingstipps, um in meditative Zustände zu kommen, durchs Malen, beim Malen. Schreib doch deine Gedanken gerne in die Kommentare oder die Dinge, die du so machst, um in solche Zustände zu kommen. Das Video ist jetzt fast vorbei, deswegen werde ich die diensttäglichen Kirchenglocken nicht rausschneiden. Ihr könnt sie genießen, ihr könnt sie meditieren. Ich habe eine Kollegin, die nennt Indigo Blau Glockenschlagblau. Ich habe den Namen dieser Kollegin vergessen und denke auch nicht, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden, wenn dann durch Zufall. Wir haben uns mal bei einer Fortbildung getroffen. Wenn du jetzt zuschaust, liebe Kollegin, schreib doch gerne mal in die Kommentare. Das war eine wirklich wunderschöne Begegnung. Und ihr könnt kurz dem Glockenschlag Blau zuhören, und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Video. Alle Links, die ihr so braucht zu den Art Soul Clubs oder wenn ihr euch für das Blumenkunstcoaching interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, dann klickt auf Abonnieren und auf die Glocke. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.